Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Videoclip. Ja, ich bin endlich angekommen in der jetzigen Jahreszeit. Als die meisten wissen ja, dass ich hochsensibel bin und eine trockene Alkoholikerin. Und als Hochsensible brauche ich natürlich ein bisschen mehr Zeit, um irgendwo anzukommen. Ich brauche mehr Zeit, um loszulassen. Ich verarbeite, also kaue ich wie so eine Kuh, ne, wiederkäuen. Und es dauert bei mir einfach alles ein bisschen länger. Und jetzt bin ich endlich angekommen und ich liebe diese Jahreszeit. Sie ist stiller. Das ist auch das heutige Thema. Dieses Bild dazu hinter mir ist entstanden, ja, zum Thema innere Einkehr, Stille. Ja, und die Gedanken, die mir da so hochkamen, die möchte ich gern mit euch teilen. Und jetzt wünsche ich dir einfach mal viel Spaß beim Gucken. Vom Material her, ich habe einfach eine alte Leinwand genommen und habe die einfach mal frisch, fröhlich, frei überpinselt. Und heute, wie gesagt, halte ich mich ein bisschen zurück. Es ist ja das Thema innere Einkehr, Stille. Ja, bis gleich. Ja, hier bereite ich so meinen Malbereich vor. Eine klassische Palette, die habe ich eigentlich gar nicht. Das ist eine Malpappe, die du jetzt hier siehst. Und am Abend nehme ich manchmal nur eine alte Zeitung und packe da die Farben drauf und das reicht wirklich. Oder eben Plastik, Schälchen, die sonst im Abfall landen würden. Und das ist eben das Bild. Mir gefällt es nicht mehr. Ich habe es aus einer Ausstellung mitgenommen. Es hing lange Zeit in Trier und irgendwie dachte ich mir, das ist jetzt mein Bild. Hoppala, ich bin erkältet anscheinend. Sorry, Entschuldigung. Das ist jetzt mein Bild, da kommt was Neues drauf. Und zuerst wird es mal so ganz locker, grob überpinselt. Helle Farben war so das Anliegen von mir. Und ich habe mich für spontan, also es war wirklich spontan, für ein Porträt entschieden. Expressiv, wie es meine Art ja auch ist. Und das passiert jetzt, das geschieht jetzt hier. Ja, und wie Einkehr und innere Stille und Porträt zusammenhängen, ich finde schon, dass es da einen Zusammenhang gibt. Einkehr heißt ja auch ein Stück weit, also für mich persönlich, Kontakt zu mir herstellen, Fragen an mein höheres Selbst richten, liebevoll zuhören, ja, mir zuhören, also nicht meinem Verstand. Den sollte man ausschalten. Der Verstand macht immer nur so ganz komische Dinge. Ich versuche nicht immer auf diesen Verstand zu hören. Nein, innere Einkehr oder Stille, die stille Zeit lädt ja dazu ein, sich selbst oder seinem Herzen zuzuhören. Was spricht dein Herz? Diejenigen, die bei mir im Newsletter mit dabei sind, bekommen da ja gerade eine Anleitung für, nämlich mit bestimmten Fragen. Kann ich versuchen, liebevoll diesen Kontakt herzustellen zu meinem Herzall? Also Fragen könnten zum Beispiel sein, ja, was wünscht sich dein Herz noch? Was war im letzten Lebens- oder im letzten Zyklus, Jahreszyklus positiv. Wohin möchtest du? Also ich nehme mir in der stillen Jahreszeit gern ein bisschen Zeit. Das ist jetzt auch nicht zu verwechseln mit den Rauhnächten, die kommen ja erst noch. Nein, es ist einfach so ein Jahresrückblick. Mal gucken, wo stehe ich? Was möchte ich noch erreichen? Wen möchte ich glücklich machen? Ja, außer mich selbst natürlich, aber trotzdem.
Wohin soll meine Energie fließen? Ich finde das schon, das sind Fragen, die man sich ruhig mal stellen kann. Bei diesem Porträt habe ich auf eine Vorlage übrigens verzichtet, weil ich tatsächlich absolut frei arbeiten und malen wollte. Und natürlich entsteht so ein Bild, ist jetzt ein Meter mal ein Meter, nicht an einem Tag, sondern natürlich an teilweise über Wochen. Ja. Manche Porträts brauchten oder haben sich Zeit genommen, fast ein Jahr. Also das Bild übrigens erzählt mir, gibt mir den Hinweis, liebevollen Hinweis, wann ich aufhören soll, nicht ich. Das erzählt mir das Bild. Aber das, hier sind wir noch mittendrin im Prozess. Ja, wenn du magst, kannst du mal in die Kommentare schreiben, wie du deinen Jahresrückblick gestaltest. Was ist dir wichtig am Jahresende? Wohin soll deine Reise gehen? Wenn dir das Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch. Wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Wenn du Fragen hast bezüglich Material oder auch Technik, dann schreib mir doch einfach die Frage unten in den Kommentar, und damit ich sie dir einfach auch beantworten kann. Ja, hier geht's nun weiter, der nächste Schritt. Also mir war es nach hellen Farben zumute. Ich habe ja auch schon viele dunklere Porträts gemalt, ne? Aber irgendwie das sollte einfach hell und fluffig werden. Ja, genau, nebenbei kam der erste Schneefall noch. Herrlich. Ja, und wenn du vielleicht noch nicht so richtig reinkommst, nicht so richtig im Fluss bist beim Malen, geh raus in die Natur. Ja. Hör der Natur, hör Mutter Natur zu. Wenn du dir da die Zeit nimmst, zuzuhören, Fragen zu stellen, loszulassen, dich hingibst, ist das einfach nur unglaublich befreiend und entspannend auch. Ja, nochmal ganz kurz zu den Farben, zum Material. Also eine gängige Leinwand, 100x100, die, na, ich glaube, einmal oder zweimal schon mit irgendwelchen abstrakten Gemälden bemalt wurde. Und das Schöne ist natürlich, wenn du eine alte Leinwand oder eine ältere oder schon bemalte Leinwand nimmst und die überpinselst, dann gucken ja so alte Elemente raus. Also die älteren Elemente habe ich bewusst drin gelassen. Das gibt ja dem Ganzen dann so die Würze. Und im nächsten Video, also da folgt noch ein zweites Video zu dem Gesicht, weil das würde jetzt einfach auch hier das Video oder die Zeit sprengen. Da sieht man, oder da wird es, gehe ich dann auch mal ein bisschen näher ran, dann sieht man auch so die, das Durchscheinen der alten Bilder.
Also ich kenne die Person übrigens nicht. Wenn dich das Thema heilsames Malen und Hochsensibilität interessiert, ist wirklich ganz spannend, dann habe ich dir hier eine Playliste vorbereitet, damit du wirklich weitere Videos zu dem Thema angucken kannst. Ich wünsche dir viel, viel Spaß, viel Erfolg bei deiner persönlichen Umsetzung, bei deiner inneren Einkehr, bei Innenschau, ja. Und hier geht's jetzt weiter mit einem Video aus dem Themenkreis Kunst gegen Sucht. Alles Liebe, alles Gute und bis bald. Deine Karin.